Hallo, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal aus ein bisschen anderen Perspektive. Ich finde, es sieht besser aus. Ich weiß nicht, warum ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin. Ist aber auch egal, weil heute wird es um Parfum-Tubes gehen. Und zwar um Parfums, die einem teuren Duft ziemlich ähnlich kommen oder vielleicht sogar nachgemacht wurden. Also Tube bedeutet einfach Nachahmung. Und ich beginne dann gleich mit einem Männerduft. Und zwar ist das das Cuba Royal Paris. Das ist ein Eau de Toilette. Preise blende ich euch wieder unten ein. Und das ist. Das riecht so nach dem Jean-Paul Gaultier Le Male. Also, auf jeden Fall, das ist diese grüne Männerkörperflasche mit den schwarzen Querstreifen. Und das riecht wirklich ganz genauso. Wirklich ganz, ganz, ganz genauso. Und es hält auch irrsinnig lange. Kostet nicht mal ganz 10 Euro und wirklich top. Komme ich zu einem Duft, den habe ich mir jetzt extra für dieses Video gekauft. Ich hatte ihn schon mal, habe ihn dann aber meiner Schwester geschenkt, weil es nicht so mein Duft ist. Aber ich habe jetzt wieder recherchiert und zwar soll das so diese absolute, identische Nachmache von dem Chanel Coco Mademoiselle sein. Das heißt Suddenly Madame Glamour. Das gibt es bei Lidl um nicht mal ganz 5 Euro. Es wurde eine Studie dazu gemacht. Ich verlinke euch den Link von der Internetseite in der Infobox, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Und Passanten konnten den Duft zu dem Madame Coco Mademoiselle überhaupt nicht erkennen. Von daher soll es wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Dupe sein. Und ja, ich meine, wie gesagt, nicht mal 5 Euro. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, wer den Duft halt mag. Als ersten Duft zeige ich euch den In Woman. Den kennen sicher viele von euch, weil das das Dupe zu dem Armani C ist. Ich habe den Armani C als Probe zu Hause. Den habe ich mir jetzt extra geholt, um das nochmal zu testen. Und der riecht wirklich genauso. Ich erkenne keinen Unterschied. Nichts. Haltbarkeit ist bei dem auch so wie beim Armani, würde ich sagen. Also beide sind jetzt nicht so toll von der Haltbarkeit, aber ja, die Larif-Düfte kosten, wenn sie nicht im Angebot sind, knappe 10 Euro. Und es sind in dem 90 Milliliter enthalten. Auch von, das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr das Armani sie mögt. Ich mag es aber jetzt nicht so sehr, dass ich mir den teuren Duft kaufen würde. Von daher ist das die perfekte Alternative für mich. Und ja, schaut euch das mal an. Als nächsten Duft, ebenfalls von Larif, will ich euch meinen absoluten Lieblingsduft, also von der Larif-Nachahmungsserie zeigen. Und zwar ist es der Queen of Life, 75 Milliliter, knappe 10 Euro. Und das ist das Dupe von La Vie est Belle von Lancôme. Und ich sage euch, Leute, das riecht zu 100%, so wirklich zu 100%. Ich habe mir das draufgesprüht, war an der Uni. Und eine Uni-Kollegin von mir so, ah, du trägst La Vie est Belle, gell? Und ich so, ja, voll. Ich wollte nicht zugeben, dass ich den Fake oben habe. Aber sie meinte, das ist ihr Lieblingsduft und den erkennt sie immer. Und ja, wenn es ihr Lieblingsduft ist und das für ihren Lieblingsduft hält, dann muss es wirklich gut sein. Und bis jetzt jedem, den ich das gezeigt habe, war wirklich begeistert davon, weil es wirklich so riecht. Und die Haltbarkeit von dem ist eigentlich auch ganz gut. Sie sind, das ist ein Eau de Parfum, also eigentlich alle Larif-Düfte sind, soviel ich weiß, Eau de Parfums. Und ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich top. Und ich werde mir den teuren Duft auf keinen Fall kaufen, weil ich das hier habe und ich merke wirklich keinen Unterschied. Wirklich nicht. Dann komme ich zu einem Larif-Duft, der für mich auch fast genauso riecht wie das Originale. Und zwar ist es das Larif Woman. Von der Verpackung sieht es wirklich fast identisch aus wie das von Lacoste. Ich glaube, das Lacoste heißt auch Woman. Und ihr seht schon, da ist eine kleine Schildkröte drauf. Das soll so anscheinend ein Hinweis auf das Krokodil von Lacoste sein. Und ja, der Duft, ich habe den Originalen habe ich nicht selbst zu Hause. Ich habe ihn aber auf der Arbeit. Ich habe ihn auf der Arbeit gerochen und habe mir auch gedacht, so, boah, das riecht wirklich genauso. Wie sich der andere auf der Haut verhält, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ihn ja eben nicht habe und nur einmal kurz getestet habe. Aber wenn man beide riecht, die Basisnote ist wirklich genau das gleiche. Genau das gleiche. Lacoste, glaube ich, sagt von sich selbst, dass es eher sportlich sein soll. Für mich ist es aber auf jeden Fall ein eleganter Duft. Und ja, ich liebe den. Ihr seht auch, der ist ziemlich, ja, die Hälfte aufgebraucht. Bei dem auch. Ich habe sie mir alle gleichzeitig gekauft. Also man sieht, welche ich präferiere. Ja. Diesen Duft jetzt, denkt ihr euch, oh Gott, was ist das? Ja, ich habe früher da war ich noch in der Schule, war
Alien von Thierry Mugler. Ich glaube, so spricht man den Designer aus. Mein absoluter Lieblingssuffer Alien, so überhaupt, wirklich so. Und er war so teuer und ich meine, er ist immer noch teuer und ich konnte und wollte mir nicht leisten. Und dann habe ich ganz, 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 ganz viele Dupes dazu gesucht im Internet und ja, bei dem hieß es, der kommt dem ganz ähnlich. Ich meine, jetzt habe ich ihn auch schon echt lange, Schulzeit. Ich habe 2011 maturiert und den habe ich sicher so seit 2012, also wirklich echt lange. Für mich ist Alien ein und alles, zumindest damals gewesen. Und da konnte er nicht mithalten. Er ist ähnlich und wenn man Alien mag, wird man das auch mögen. Aber der hat seinen kleinen billigen Untergeruch, finde ich. Also da ist dann irgendwas drinnen, was das Ganze billig macht. Die Verpackung ist auch nicht gerade schön. Ich meine, ja, sie haben sich dabei was gedacht, so Gold und Violett, aber ja, es ist für mich, ich habe ihn schon ewig und er ist noch fast voll. Wie man sieht, ich würde mir auf keinen Fall mehr nachbestellen und ja. Ebenfalls ein Duft von Thierry Mugler, also die Nachahmung davon, ist dieses Teil hier. Es heißt The Falling Star von Black Onyx oder so und ja, Onyx ist auch ein Eau de Parfum, hat 1000 Milliliter und Preis, keine Ahnung, aber sicher nicht mehr als 10 Euro. Das soll von Thierry Mugler das Angel sein, also dieser Stern. Ja, außer dass es Star heißt und Angel ein Stern, eine Sterneverpackung hat, ähnelt dem nichts. Vom Geruch her ist es, es riecht schon sehr ähnlich, aber der bei Angel, finde ich, sprüht man es drauf und am Anfang riecht es so herb. Das heißt, die Basisnote ist extrem herb und ekelhaft für meinen Geschmack, aber wenn sich dann die Herznote rauskristallisiert, riecht es so gut. Und das riecht genauso wie das Angel, die Basisnote. Also das hat alles Ekelhafte, was das Angel besitzt, sage ich mal. Und das verändert sich auch nicht. Also dieses Besondere, was beim Angel dann nach einer Zeit überwiegt, hat das überhaupt nicht. Und ich hatte es am WC stehen als Klospray, aber sogar als Klospray ist es ekelhaft. Von daher, das empfehle ich auf keinen Fall. Auch zum Larif-Duft, und zwar das Angela Coletti. Das ist das Dupe. Ich weiß nicht, ob ihr das auf den ersten Blick erkennen könnt. Das ist das Dupe zu Cavalli. Von der Duftähnlichkeit her riecht es fast genauso. Also es ist so süß, es ist so, ich weiß nicht, es riecht einfach extrem orientalisch. Das sieht man auch an der Farbe. Also je dunkler die Farbe ist, sagt man, desto orientalischer ist es und desto länger haltbar, weil da mehr Duftöle drinnen sind. Habe ich zumindest so gelernt. Es riecht wirklich fast so wie das Roberto Cavalli. Ich würde sagen, so zu 85 bis 90%. Ich habe das Sunny Conny. Ich weiß nicht, ob das Sunny heißt von der Marke Conny. Also Sunny wird wahrscheinlich der Name sein und die Marke, weiß ich nicht, vielleicht Conny. Auf jeden Fall, die Aufmachung ist extrem billig. Es tropft auch ein bisschen bei den Seiten raus. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber ja, jetzt stinkt es auch extrem. Also nach dem Video werde ich das wegschmeißen. Das ist das Dupe zum Chill Sender Sun. Und als ich es vor ein paar Jahren bestellt habe, roch es auch wirklich genauso. Die Haltbarkeit war auch ziemlich gut. Wieder orientalisch von der Duftrichtung her. Ich würde es mir auch schon einmal nicht mehr wegen der Verpackung kaufen, weil ich die Verpackung einfach schier finde. Sie hätten sich da mehr Mühe geben können. Ich würde jetzt nur noch das Originale kaufen. Aber vom Duft her, Duftähnlichkeit würde ich sagen, 90% hat das. Jetzt habe ich einen Duft, von dem ich so überrascht war, weil ich, keine Ahnung, das ist eine etablierte Marke, würde ich mal behaupten. Und ich habe das durch Zufall gerochen und dann habe ich es mir auch gleich gekauft. Das ist von Replay der Stone. Und dann irgendwann mal habe ich für meine Schwester ein Geburtstagsgeschenk gesucht und habe mal die ganzen teuren Düfte durchgerochen. Und dann habe ich das Yves Saint Laurent, natürlich fällt mir gerade der Name nicht ein, werde ich euch verlinken. Auf jeden Fall ist es so eine violette Flasche in der Farbe, länglich mit Goldverzierung. Sieht das wirklich sehr ähnlich aus. Originale haben. Und dann habe ich gedacht, so, wieso? Es riecht genau gleich. Und die Haltbarkeit ist auch gut. Vom anderen finde ich die Haltbarkeit auch gut, aber ich finde, die riechen sich wirklich komplett identisch. Bei den Sachen ist halt immer so, ich weiß nicht, wie sie sich nach Stunden auf der Haut verhalten, weil das habe ich auch ziemlich benutzt. Das Yves Saint Laurent sprühe ich halt in der Arbeit ab und zu drauf, aber ich sprühe mir da so viele drüber, dass ich es dann nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Aber wenn man es mal so sprüht, beide auf die Handgelenke und beide riecht, finde ich, riechen die wirklich zu 100% gleich. Das kostet 20 Euro und das von Yves Saint Laurent um die 65. Von daher wirklich, bevor man sich das teure kauft, kann man sich das mal anschauen. Das hat mich sehr überrascht und ja, es ist eins meiner Lieblingsparfums.
So, jetzt kommen wir auch schon zu den letzten zwei Düften. Und zwar mal wieder Larif. Was für eine Überraschung. Und da hätte ich für euch das Larif Touch of Woman. Das ist der Typ zum Yves Saint Laurent Black Opium. Und zwar zu dem schwarzen mit dem Glitzer drauf. Vom Geruch her, es ist ein guter Duft. Es ist auch sehr süßlich. Es ähnelt dem, aber es ist nicht das gleiche. Also ich habe den originalen Duft zu Hause. Und ja, der originale riecht für mich ein bisschen mehr vanilliger, ein bisschen mehr nach Moschus. Der riecht süß und nach Johannisbeere. Und ich weiß nicht, was noch alles da drinnen ist. Er riecht wirklich gut, aber halt einfach nicht gleich. Dieses Besondere fehlt dem einfach. Von daher für mich keine Kaufempfehlung, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall anschauen. Wenn ihr den Duft gerne mögt und nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann schaut euch den an und ja. Jetzt kommen wir zu dem letzten Duft und zwar von mal wieder Larif. Das ist das Cute und das soll das Chloé sein und zwar das soll das mit der rosanen Schleife sein. Und das riecht im Original auch wieder so, 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 so ähnlich. Wirklich, es riecht so feminin und mädchenhaft. Es riecht wirklich extrem nach Chloé. Also man sprüht es drauf. Und wenn ich dann fragen würde, hey, nach was rieche ich, würden die Personen sagen Chloé. Wirklich wunderschöner Duft und kommt dem Chloé zu 95% bis 97% nahe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht was zu euren Erfahrungen mit diesen ganzen Larif-Düften oder auch vielleicht auch zu anderen Düften sagen würdet. Ja, vielleicht habt ihr noch einen getestet, den ihr wirklich gut findet. Oder andere Düfte, wo ihr meint, den kannst du dir anschauen, der ist wirklich sehr ähnlich. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich abonniert. Das war's jetzt von mir. Tschüss!